Hallo ihr Lieben, ich bin euch noch die letzte Woche mit Büchern schuldig, also der letzten Woche. Es hat ehrlich gesagt auch einen Grund, dass das so lange gedauert hat. Ich war auch am Hin und Her überlegen, ob ich noch weiter Videos mache. Ja, irgendwie fehlt es mir aber doch so, dass ich jetzt erstmal weitermache. Ich habe auch wieder ein Diamond Painting Bild fertig, was ich so süß finde und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist dieses hier. Ich finde das einfach so knuffig. Ich habe so ein ähnliches Tier ja schon vor ein paar Wochen mal gezeigt. Und die gehören auch zu einer Serie. Und aber dieses finde ich noch süßer. Also das ist, und das habe ich wirklich an einem Tag fertig gemacht. Das war wirklich ratzfatz, weil der Rand, also der Hintergrund ist ja gar nicht mit Diamonds, sondern nur das Tier an sich. Deswegen ging das sehr schnell und Luna geht mir hier gerade auf die Nerven. Ich glaube, die möchte hoch. Ja, dann komm. Dann zeige ich dich auch mal, damit nicht alle denken, ich rede hier Blödsinn. So, jetzt aber eigentlich zum Wesentlichen. Ich habe vier Bücher gehört oder gelesen und es war auch ein richtiges Highlight dabei. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal mit dem schwächsten Buch der Woche an. Und das war für mich wieder erwarten ein Juyomo Soh-Buch. Obwohl ich den Autoren ja sonst wirklich sehr gerne lese. Und vor allem seine älteren Bücher. Und dieses ist ein älteres Buch, deswegen habe ich mir da wirklich ein bisschen mehr von versprochen. Und zwar war das Lass mich niemals gehen aus dem Aufbau Taschenbuch Verlag. Und hier ging es um Ethan. Es ist 15 Jahre her, dass er seine große Liebe hinter sich gelassen hat, um seinen Traum vom glamourösen Leben zu verwirklichen. Und dann lädt ihn Celine aber, wie gesagt, 15 Jahre später zu ihrer Hochzeit ein. Und er fährt da halt hin. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, weiß ich schon gar nicht mehr wirklich, wie der Verlauf der Geschichte war, weil mich das total ich weiß nur, dass es mich einfach nicht mitreißen konnte und mir gar nicht gefallen hat. Es hat auch nur 3 Sterne bekommen. Dann habe ich hier mein absolutes Wochenhighlight, das habe ich gehört. Ich habe auch selten so auf ein Hörbuch hingefiebert, denn ich wollte es lieber hören als lesen. Und es ist am 28. Februar erschienen und ich hatte es auch irgendwie am 2. März dann schon durch. Und zwar von Corinna Bohmann, Die Farben der Schönheit, Sophias Hoffnung. Das ist der erste Teil dieser neuen Reihe. Und man lernt hier in Berlin 1926 Sophia kennen, die gerade eine schwere Zeit durchmacht. Sie muss ihr Elternhaus Holter die Polter verlassen. Es ist etwas passiert, was ihr Vater absolut nicht hinnehmen kann. Und so sind alle Träume von ihr zerstört. Sie studiert eine Chemie. Sie möchte in die Drogerie ihres Vaters einsteigen. Und das ist jetzt alles sofort hinüber, der Traum. Sie flieht zu ihrer besten Freundin in der Hoffnung, dass diese ihr erstmal Unterschlupf gewährt. Und es ist einfach so, dass sie sich, das kann ich wohl erzählen, weil das steht hinten drauf. Also sie ist nach ihrem ersten Mal schwanger geworden. Ihr Geliebter hat ihr vorgegaukelt, sich von seiner Frau trennen zu wollen, denn es ist ihr Dozent. Als sie ihm dann sagt, dass sie schwanger ist, wendet er sich komplett von ihr ab, will ihr noch nicht mal helfen, irgendwie Abtreibung oder was hinzubekommen. Und sie steht da völlig alleine mit und muss halt zusehen, wo sie bleibt. Und ihr Weg führt dann erst, das kann ich auch noch erzählen, erst nach Paris und später nach New York. Und es konnte mich von Anfang bis Ende wirklich total begeistern. Schaut auch gerne meine Rezension auf Instagram oder auf meinem Blog. Da habe ich noch ein bisschen mehr zu geschrieben. Und hat mir einfach richtig gut gefallen.
und hat natürlich 5 Sterne bekommen. Das war wirklich ein Buch, wo ich schon am Anfang wusste, das kann ein 5-Sterne-Buch werden. Ich freue mich jetzt, ich glaube auf Mai, da erscheint dann der 2. Teil. Dann habe ich ein Buch von meinem Sub gelesen. Das war sowieso so ein reiner, so eine reine Subwoche. Außer Sophias Hoffnung waren alles Subbücher. Und zwar habe ich gelesen von Claire Donahue, Allein in der Nacht. Ich hatte schon den 2. Teil davon gelesen, vor diesem. Der hatte mir schon gut gefallen. Ich glaube, Kein Sterbensort hieß der. Genau. Und daraufhin habe ich mir dann dieses noch besorgt damals. Und jetzt habe ich es endlich gelesen. Es geht hier wieder um den Detective Inspector Mike Lockyer. Er wird im Morgengrauen zu einem Tatort gerufen. Und das Erschreckende ist, die Leiche hat verdammt viel Ähnlichkeit mit seiner Tochter. Und das ist schon das 3. Opfer eines Serienkillers. Und Mike Lockyer hat natürlich auch ein bisschen Angst um seine Tochter. Und er versucht halt krampfhaft eine Verbindung zwischen den bisherigen Opfern zu finden. Und natürlich auch den Serienmörder zu stellen. Ich fand es wieder sehr spannend. Ich bin da so durchgesuchtet, hat 4,5 Sterne von mir bekommen, hat mir gut gefallen. Ich habe aber gesehen, dass es anscheinend die anderen Teile, die es auf Englisch, so wie ich das gesehen habe, schon gibt, leider nicht übersetzt wurden. Also der 2. Teil, Kein Sterbensort, der ist im August 2015 erschienen und danach habe ich keinen deutschen Thriller mehr von der Autorin gefunden. Sehr schade. Dann habe ich endlich mal wieder mit der Reihe von Manuela Inusa weitergemacht. Ich habe ja bisher nur den 1. Teil, der Teeladen zum Glück oder wie das heißt, der kleine Teeladen zum Glück gelesen. Den fand ich ja nicht so überragend, also schon gut, aber jetzt nicht so extrem gut. Und diesen habe ich hier so weggesuchtet. Das ist die Schokolaterie der Träume. Ich fand es toll, die Charaktere wieder zu treffen. Man sieht dann halt auch, dass die Hauptprotagonistin aus dem 1. Band jetzt glücklich verliebt ist. Natürlich mit dem Typen aus dem 1. Band. Und hier ist einfach wieder eine ganz tolle Stimmung. Also man würde sich wirklich wünschen, es gäbe diese Ivy Lane wirklich und man könnte da seine kleinen Einkäufe erledigen. Ich muss sagen, dieses hat mir, wie gesagt, wirklich schon viel besser gefallen, sodass ich auch bald den 3. Teil lesen werde. Ich habe sie nämlich außer den 2. Teil alle schon bei mir zu Hause. Dieser hat jetzt 4,5 Sterne von mir bekommen. Und hier geht es um Kira. Sie hat eine kleine Ivy Lane, was habe ich denn gesagt? Valerie Lane. Sie hat eine kleine Schokolaterie in der Valerie Lane. Und macht dort halt selbstgemachte Pralinen, Kekse und schokolierte Früchte. Und sie selbst ist etwas rundlicher und darauf reitet ihr Freund immer wieder herum. Und sie ist auch nicht mehr wirklich glücklich mit ihm. Und zum Glück hat sie aber ihre Freundinnen, die das wissen und auch immer zu ihr stehen. Und er verfolgt einfach Kira, wie sie den Weg aus ihrer Beziehung sozusagen findet. Ja, das hat mir wirklich gut gefallen. Wie gesagt, 4,5 Sterne. Und dann habe ich noch ein Hörbuch gehört, um da auch die Reihe weiter fortzusetzen. Denn ich habe in der Reihe, bin ich eingestiegen erst im 5. oder 6. Teil, als es um Lucien Folter ging, bei der Robert-Hunter-Reihe. Und danach habe ich es immer sofort nach Erscheinen gelesen und jetzt möchte ich einfach die 1. Teile, die davor waren, noch hören, um vollständig alles zu kennen. Aber bei den 1. Teilen reicht es mir jetzt einfach, die zu hören. Der 2. Teil hatte mir nicht so gut gefallen, das war ja der Vollstrecker. Dieser hat mir schon wieder wesentlich besser gefallen und zwar der Knochenbrecher. Wobei ich bis zum Schluss nicht herausgefunden habe, warum der Titel passen sollte. Also für mich passt der nicht. Aber vielleicht ist das so eine Übersetzungssache.
Hier ging es auf jeden Fall um einen Serienmörder und Robert Hunter ist wieder der Einzige, der ihn aufhalten kann. Und ja, mir hat das wirklich gut gefallen, war sehr spannend. Ich habe das Hörbuch auch in kürzester Zeit durchgehört und ja, ich überlege gerade noch, nicht, dass ich hier was durcheinander bringe. Ah, genau. Ja, das war echt heftig. Die Frauen, die ermordet wurden, denen wird der Mund immer zugenäht und auch die Vagina. Und die Auflösung, die fand ich dann mega interessant, warum der Täter das gemacht hat. Und also das war echt schon, dafür, dass das Buch jetzt ja schon einige Jährchen alt ist, war das wirklich klug ausgedacht und hat mir auch gut gefallen mit 4,5 Sternen. Ja, das waren meine 5 Bücher. Aktuell lese ich den aktuellen True North Band, Unser Traum von für immer. Ich muss sagen, die Protagonisten finde ich toll, ich finde die Liebesgeschichte eigentlich auch toll, aber ich komme da einfach nur schleppend weiter. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an mir liegt. Diese Woche ist es bei mir extremst mit Müdigkeit. Also ich stehe morgens auf und obwohl ich geschlafen habe, komme ich mir vor, als wenn ich gar nicht geschlafen habe und bin irgendwie immer noch am Schlafen, also ich werde gar nicht richtig wach und abends bin ich dann auch total schnell müde, so richtig müde, dass ich die Augen nicht mehr aufhalten kann. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ja auch so, vielleicht ist es das Wetter. Immer mal aufs Wetter schieben ist am einfachsten. Ja, also True North lese ich jetzt gerade und dann habe ich gestern mit dem zweiten Teil von Vanitas angefangen zu hören. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich bin jetzt bei einem Drittel schon und erstens langweilt mich die Geschichte diesmal und zweitens finde ich das alles sehr, sehr unrealistisch. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was mehr, sonst ist das wirklich ein Hörbuch, was mir nicht so gut gefällt. Aber das werdet ihr dann in der nächsten Woche auf jeden Fall sehen. Mich würde interessieren, was habt ihr gelesen und gehört? Was war euer Flop, euer Top? Würde mich wirklich sehr interessieren. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich stelle jetzt auch immer ganz viel bei Instagram rein. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da auch folgt. Sofern ihr es noch nicht tut. Und ja, das war es eigentlich von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!